Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Es war eine bewegte Woche für den Bundeskanzler und er ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Bundeskanzleramt. Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Schönen guten Abend, Herr Fellner. Bundeskanzler, Sie hatten jetzt ein paar Tage Zeit, seit Sie den Akt zum Ermittlungsverfahren gegen Sie bekommen haben. Und ich nehme an, Sie haben ihn auch genau gelesen. Wie bewerten Sie die denn doch sehr umfangreichen Ausführungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in diesem Akt? Ja, es ist leider Gottes so, dass die NEOS und die Sozialdemokratie mittlerweile schon seit einiger Zeit damit arbeiten, ständig andere anzuzeigen, mit dem Ziel, dass dann irgendwann auch ein Ermittlungsverfahren entsteht. Und so haben sie es auch hier damals in dieser Sache gemacht. Und ich kann nur sagen, nachdem ich das alles auch genau studiert habe, ich habe keine falsche Aussage im Urschuss gemacht. Meine Angaben sind alle nach bestem Wissen und Gewissen und ich habe schon gar nicht vorsätzlich etwas Unwahres gesagt. Jetzt wirft Ihnen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ja gleich in 4 Punkten Falschaussage vor und spricht davon, dass Sie objektiv die Unwahrheit gesagt hätten. Ja, schauen Sie, wenn Sie sich diese Punkte durchlesen, dann merken Sie sehr schnell, dass es sich hier um Wortglaubereien handelt. Erstens einmal liegen die Themen, die hier besprochen worden sind, jahrelang zurück. Der Urschuss findet in einer extrem angespannten Atmosphäre statt. 4 Stunden lang wird davon Abgeordneten der Opposition versucht, eine Falschaussage irgendwie zu provozieren durch Schachtelsätze, durch verschiedene Suggestivfragen, durch ständige Unterstellungen und andere Methoden. Und ich habe stets nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet. Und wenn ich mir die Antworten ansehe, dann sind die nicht nur richtig, sondern schon gar nicht habe ich mit Vorsatz irgendwas Falsches gesagt. Und jetzt, wenn man im Detail die Dinge betrachtet, dann geht es um so Fragen, wie ob zweimal ein Nein eine Bejahung bedeutet oder ob man auf die Frage, ob man eingebunden war, ob man statt Ja, ich war informiert, lieber sagen hätte sollen, Ja, ich war involviert. Also aus meiner Sicht sind das Wortglaubereien und Methoden, die ich nur zurückweisen kann. Ich weiß, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich weiß, was ich in meinem Leben nicht gemacht habe. Ich bin sicherlich jemand, der polarisiert mit klaren Zugängen in verschiedenen politischen Fragen. Das muss man nicht mögen. Aber mir hier eine falsche Aussage zu unterstellen, das weise ich entschieden zurück. Bundeskanzler, Sie haben selber in einem Statement gesagt, das ist alles andere als angenehm, dieses Ermittlungsverfahren. Wie lange rechnen Sie denn damit, dass dieses Verfahren, dieses Ermittlungsverfahren gegen Sie dauern wird bis zur Entscheidung, ob dann Anklage erhoben wird oder eben nicht? Ja, das kann ich nicht einschätzen. Das weiß ich nicht. Das müssen Sie andere fragen. Ich kann nur sagen, dass ich diese politische Kultur, diesen politischen Stil, dass man versucht, hier andere politische Mitbewerber so oft anzuzeigen, bis irgendwann ein Ermittlungsverfahren entsteht, und dann zu sagen, schaut euch den an, jetzt ist der Beschuldigte, diesen politischen Stil, den halte ich einfach für extrem unangebracht und ich glaube, der tut auch dem politischen Klima in unserem Land nicht gut. Ich arbeite Tag und Nacht für unser Land, bemühe mich, mein Bestes zu geben, finde es vollkommen legitim, wenn diese Arbeit auch kritisiert wird. Ich stehe dazu, dass in einer Demokratie eine ordentliche politische Debatte notwendig ist, dass auch Kritik dazugehört. Ich halte es auch aus, wenn diese Kritik manchmal etwas härter oder zugespitzter oder aggressiver ist. Aber ich finde diesen Versuch, über Gerichte jemanden aus dem Amt zu befördern, den halte ich für alles andere als gut für unsere politische Kultur. Und in Wahrheit wissen wir ja, worum es geht. Seitdem ich Bundeskanzler bin, wird immer wieder mit verschiedenen Methoden versucht, mich irgendwie aus dem Amt zu befördern. Das war bei der Abwahl so. Immer wieder gibt es groß angelegte Demonstrationen und sonstige Versuche. Und jetzt wird mit Anzeigen gearbeitet. Und das ist etwas, dem werde ich sicherlich nicht nachgeben. Denn ich glaube, das ist absolut nicht gut für unser Land.
Gehen Sie eigentlich davon aus, dass Sie in diesem Ermittlungsverfahren auch als Zeuge einvernommen werden? Naja, irgendwann wird man mir hoffentlich die Möglichkeit geben, mich zu erklären. Es gibt ja jetzt mittlerweile seit 1,5 Jahren Vorwürfe gegen die Volkspartei, gegen verschiedene ehemalige Finanzminister, gegen den jetzigen Finanzminister. Kein einziger dieser Vorwürfe hat sich als wahr herausgestellt und ich bin in all diesen 1,5 Jahren nicht einmal dazu als Zeuge befragt worden. Insofern hoffe ich, dass wenn jetzt schon mir etwas vorgeworfen wird, dass ich zumindest da die Möglichkeit habe, mich zu erklären. Wenn ein Strafantrag gestellt wird, dann werde ich spätestens vor dem Richter die Möglichkeit haben, meine Sicht der Dinge darzulegen. Herr Bundeskanzler, über Heinz-Christian Strache haben Sie kurz nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos gesagt, mit einem Regierungsmitglied, gegen das polizeilich ermittelt wird, kann ich nicht länger zusammenarbeiten. Gilt das jetzt nicht mehr? Nein, das habe ich so in dieser Art und Weise nicht formuliert, sondern da ging es, wie Sie wissen, um viele Fragen, auch um die Schwierigkeiten mit dem damaligen Innenminister Herbert Kickl. Und was Heinz-Christian Strache betrifft, ich will da überhaupt nicht nachtreten, aber ich glaube, Sie wissen ja, dass es hier nicht nur um die Aussagen geht, die in Ibiza getätigt worden sind, nicht nur um Ermittlungen geht in verschiedenen Verfahren, sondern dass es vor allem hier auch sehr vehemente Vorwürfe gibt, dass er sich selbst bereichert hat. Und da möchte ich einfach noch einmal für mich in Anspruch nehmen. Es gibt jetzt seit Jahren immer wieder Vorwürfe, die hier erhoben werden, immer wieder Behauptungen, die in den Raum gestellt werden. Mittlerweile sind zehntausende Chatnachrichten ausgeweitet worden von Finanzministern, von Mitarbeitern in diesen Bereichen, von unterschiedlichen Personen. Und bei all diesen Chatnachrichten hat sich immer herausgestellt, dass es nie eine persönliche Bereicherung oder sonst irgendetwas gegeben hat. Und daher bin ich einfach der Meinung, dass jetzt versucht wird, weil man nirgends was findet, dass man versucht, mit diesen Methoden mir jetzt das Wort im Mund umzudrehen und mir daraus einen Strick zu drehen. Rechnen Sie eigentlich mittlerweile mit einer Anklage, Herr Bundeskanzler? Nachdem die WKStA das so ausführlich alles dargelegt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass hier auch Anklage erhoben wird. Aber wie auch immer das ist, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, vor dem Richter meine Sicht der Dinge darzulegen. Jetzt fordert die Opposition ja ihren Rücktritt. Insbesondere sollte Anklage erhoben werden. Schließen Sie diesen Rücktritt aus? Ja, das schließe ich definitiv aus, weil ich weiß, was ich in meinem Leben getan habe und was nicht. Und ich habe wie viele andere Menschen in meinem Leben schon viele Fehler gemacht, privat und beruflich. Wenn man hunderte Entscheidungen jeden Tag trifft, dann trifft man auch viele Fehlentscheidungen. Aber was ich einfach dezidiert weiß, ist, dass ich mit dem Vorsatz zu diesem Urschuss gegangen bin, die Wahrheit zu sagen, dass ich mit dem Vorsatz dort war, die Fragen bestmöglich zu beantworten, in einer extrem unangenehmen Atmosphäre, gestellt von Abgeordneten, die eigentlich nur ein Ziel haben, nämlich mir zu schaden und nicht unbedingt die Wahrheit herauszufinden, in einer 4-stündigen Befragung. Und dass jetzt mit Wortglauberei versucht wird, zu unterscheiden zwischen informiert und involviert und wie eine doppelte Verneinung zu verstehen sein soll, dass damit jetzt versucht wird, strafrechtliche Verfehlungen zu konstruieren, das ist einfach etwas, das will ich mir nicht gefallen lassen und dafür bitte ich auch um Verständnis. Herr Bundeskanzler, das heißt, ich habe Sie richtig verstanden, auch im Falle einer Anklage werden Sie definitiv nicht zurücktreten. So ist es. Und im Falle einer Verurteilung? Schauen Sie, an das denke ich überhaupt nicht, denn wir leben in Österreich. Ich habe grundsätzlich Vertrauen in unseren Rechtsstaat und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir in unserem Land in einer Situation sind, dass man verurteilt wird für etwas, was man nicht getan hat. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Sie freigesprochen werden, sollte es zu einer Anklage kommen? Ja, selbstverständlich. Herr Bundeskanzler, jetzt gibt es viele Parteistrategen, die im Hintergrund eigentlich sagen, normalerweise müssten Sie jetzt wahrscheinlich, zumindest wenn es zu einer Anklage kommt, in Neuwahlen gehen, weil die Grünen das nicht mittragen werden. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Neuwahl kommt?
Mein Ziel ist das nicht und ich glaube daher auch nicht, dass es wahrscheinlich ist. Wir arbeiten in der Bundesregierung gut zusammen und wir haben auch noch genug zu tun. Wir sind gerade dabei, auf den letzten Metern diese Pandemie zu besiegen. Wir müssen danach das wirtschaftliche Comeback schaffen. Wir haben uns vorgenommen, 500.000 Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen und wir wollen natürlich auch dabei auch die ökologische Transformation zustande bringen in den nächsten Jahren. Das heißt, es gibt viel zu tun und dieser Arbeit möchte ich mich auch in Zukunft widmen. Das heißt, ich werde mich von den Vorwürfen, die hier erhoben werden, auch nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Ich werde tagtäglich weiter mit voller Energie meiner Arbeit nachgehen. Aber ja, Herr Fellner, eines muss schon klar sein, wir leben in einer Demokratie. Und da trifft die Bevölkerung die Entscheidung, wie die Mehrheitsverhältnisse im Land sind und wer in diesem Land regieren soll. Und mein Team und ich, wir sind zweimal bei Wahlen gewählt worden. Und ein Stück weit habe ich den Eindruck, dass all jene, die es bei Wahlen nicht geschafft haben, jetzt ständig versuchen, mit Demonstrationen, mit irgendwelchen Tricks, mit ständigen Anpatzversuchen und neuerlich mit Anzeigen, da irgendwie das zu verändern, was bei Wahlen eigentlich festgelegt wurde. Gibt es ein Szenario, in dem Sie sich vorstellen können, dass es zu Neuwahlen kommt? Herr Fellner, ich kann nur noch einmal wiederholen, was ich gesagt habe. Wenn ich mich da umschaue bei mir im Kanzleramt, dann sehe ich mehr als genug zu tun. Wir haben unterschiedliche Bereiche, die uns massiv fordern, nach wie vor die Gesundheitskrise, auch wenn wir diese dritte Welle in Österreich sehr gut bewältigt haben. Das Impfen läuft sehr, sehr gut, aber es muss auch ordentlich abgeschlossen werden bis Ende Juni. Wir arbeiten am wirtschaftlichen Comeback, da sind die Prognosen der Wirtschaftsforscher mittlerweile sehr gut, auch die Auftragsbücher vieler Unternehmer sind voll. Das heißt, ich bin da in allen Bereichen optimistisch, aber es gibt mehr als genug zu tun und dem möchte ich mich widmen. Ich glaube auch nicht, dass die Österreicherinnen und Österreicher ein Interesse daran haben, dass dauernd gewählt wird oder dass politische Parteien nicht mehr versuchen, fürs Land zu arbeiten, sondern nur die ganze Zeit versuchen, andere schlecht zu machen oder irgendwie zu beschädigen. Das ist ja alles nicht das, wofür Politik eigentlich erfunden wurde. Aber ausschließen können Sie Neuwahlen auch nicht. Herr Fellner, ich habe mehrfach jetzt Ihre Frage beantwortet. Ich werde Ihnen da nicht die perfekte Überschrift für morgen liefern, weil ich glaube nicht, dass es zu Neuwahlen kommt. Von unserer Seite ist das Ziel klar, nämlich für Österreich zu arbeiten, diese Pandemie zu besiegen, das wirtschaftliche Comeback zu schaffen und Menschen wieder in die Arbeit zu bringen. Wenn andere Parteien andere Ziele verfolgen, dann muss ich das respektieren. Ich glaube, dass es bei vielen Parteien ein Ziel gibt, nämlich Kurz muss weg, egal um welchen Preis. Und ja, dass wir als Volkspartei dieses Ziel zwar erkannt haben, aber sicherlich auch dagegen ankämpfen werden, das können Sie sich gewiss sein. Sie haben gesagt, dass jeder Mordverdächtige besser behandelt wird vor Gericht als ein Zeuge im Untersuchungsausschuss. Das hat für ordentlich Wirbel bei der Opposition gesorgt. Ist das nicht ein starkes Stück? Haben Sie sich wirklich so schlecht behandelt gefühlt im Untersuchungsausschuss? Herr Fellner, das habe nicht ich gesagt, sondern das hat eine sehr, sehr, glaube ich, unabhängige und objektive Person gesagt, nämlich die Verfahrensrichterin im Urschuss, eine Höchstrichterin in Österreich, eine sehr, sehr erfahrene Juristin und Richterin, die im Untersuchungsausschuss tätig war und die nach wenigen Wochen hingeschmissen hat, weil sie gesagt hat, in einem Verfahren wird vor Gericht jeder Mordverdächtige mit mehr Respekt verhandelt als eine Auskunftsperson im Urschuss. Ein Kollege von ihr, ein sehr anerkannter Strafrechtler, ein Staatsanwalt, hat gesagt, dass die Verhältnisse im Urschuss grauslich sind. Und insofern kann ich Ihnen nur sagen, diese Worte stammen nicht von mir, sondern das sind Top-Juristen unseres Landes, die so etwas sagen. Und ich lade Sie ein, schauen Sie sich das einmal ein paar Stunden live dort an. Als Journalist haben Sie ja Zugang. Dann werden Sie sich Ihr eigenes Bild machen können. Jeder, der dort schon einmal
einmal war, weiß, dort gibt es nur ein Ziel, nämlich andere zu vernichten, fertig zu machen, irgendwelche Widersprüche zu kreieren, wo keine sind, und im Nachhinein nach mehrstündigen Einvernahmen dann sofort Anzeigen zu machen, um irgendwie es zu schaffen, jemanden anderen politisch zu beschädigen. Dann würde ich gerne noch zu einem zweiten Thema kommen, Herr Bundeskanzler. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Corona-Situation? Wir liegen derzeit bei 644 Corona-Fällen innerhalb der letzten 24 Stunden. Nächsten Mittwoch wird geöffnet. Was heißt das auch für die Öffnungsschritte Ihrer Meinung nach? Die aktuelle Situation ist sehr, sehr gut. Wir liegen im europäischen Verhältnis sehr gut im Vergleich zu anderen Ländern, aber auch wenn wir nur Österreich isoliert betrachten, dann sieht man, dass die Ansteckungszahlen massiv zurückgegangen sind. Wir sind deutlich besser durch die dritte Welle gekommen als viele unserer Nachbarländer. Die Strategie der FFP2-Masken, des intensiven Testens, das hat funktioniert. Und insofern können wir guten Gewissens unsere Öffnungsschritte setzen. Und wenn alle versuchen, ihren Beitrag zu leisten, wenn wir nicht sofort übermütig werden, dann werden wir schon bald weitere Öffnungsschritte machen können und auch die Sicherheitsstandards schrittweise nach unten reduzieren können. Wir haben nächste Woche erstmals 3 Millionen Menschen, die geimpft sein werden. Das heißt, auch da liegen wir nicht nur im Zeitplan, sondern sind sogar schneller als erwartet. Bis zum Sommer wird jeder geimpft sein, der geimpft sein möchte, so wie ich das angekündigt habe. Und dann steht der Rückkehr zur Normalität spätestens im Sommer überhaupt nichts mehr im Weg. Und ganz zum Schluss noch, Herr Bundeskanzler, Sie haben am Freitag die israelische Flagge gehisst auf dem Kanzleramt. Das hat durchaus auch für Diskussionen gesorgt. Einerseits hat sich Israel für die Solidarität bedankt, andererseits hat der iranische Außenminister daraufhin am Wochenende seinen Besuch in Wien abgesagt. Wie sehen Sie denn das? Herr Fellner, wir hatten letztes Jahr einen Terroranschlag in Wien, wo mehrere unschuldige Menschen von einem islamistischen Terroristen ermordet worden sind. Es haben sich damals sehr viele Staaten solidarisch mit uns gezeigt und wir tun das genauso. Wenn es Terrorismus in anderen Ländern gibt, dann unterstützen wir dort die Bevölkerung mit einem symbolischen Akt. Das tun wir bei Israel, weil wir leiden mit den Menschen dort mit, die in dieser furchtbaren Situation gerade sind, die nächtelang im Bunker sein müssen. Es hat jetzt Raketenangriffe von Terroristen auch nicht weit von der österreichischen Botschaft gegeben. Ich möchte mich hier explizit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der österreichischen Botschaft bedanken, die dort unser Land vertreten und auch für Österreicherinnen und Österreicher in Israel da sind, die gerade Furchtbares durchmachen müssen. Wir sind ein kleines Land, wir sind ein neutrales Land. Wenn es Konflikte zwischen Staaten gibt, dann werden wir immer neutral sein. Aber was wir definitiv nicht akzeptieren können, ist Terrorismus. Gegenüber Terrorismus gibt es keine Neutralität. Und wir haben selbst in Österreich erlebt, wie dramatisch es für ein Land sein kann, wenn es hier zu islamistisch-terroristischer Gewalt kommt. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück und dann werden wir dieses Interview mit Bundeskanzler Sebastian Kurz gleich in allen Details analysieren. Kurze Pause, dann geht's gleich weiter.